Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash for the Fickety 9 zurück bei Let's Play Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Es wird nun Zeit, dass wir mit der Prüfung vom Shuttle-Dschungel beginnen. Dann wollen wir mal. Oh, vorher muss man doch eine weitere Route. Ja, da findet jedenfalls die Prüfung statt. Aber dann schätze ich mal, wenn wir halt vorher noch diese Route hier durcherkunden müssen. Obwohl, ich sehe schon. Ups! Ich sehe schon, da gibt es Stufen, also sollten wir das doch lieber für den Schluss aufheben. Wilde Dickte auch noch. Na schön. Ihr wollt. Funkenflug. Hat es ja gerade im Messer lernt. Eine weiter stärkere Feuerattacke. Ja! Und das zeigt sich auch deutlich. Molunk wird also beim Schattendschungel richtig abgehen müssen. Oh! Das Dickte hat noch Pudersand hinterlassen. Interessant. Na schön, dann auf zum Schattendschungel. Da sind wir. Und da wartet schon die Prüfungsleiterin, Maho. Ich gehe zu stets. Herzlich willkommen in meine Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Du wirst dich bestimmt meine Prüfung versuchen. Oder? Mein Krummen garantiert. Los geht's. Ich muss schon sagen, bei dir. Pokémon schnell einfach die Mischung. Kein Wunder, dass du die Zerstörung von Kaporiki bekommen hast. In diesem Sinne. Der Schattendschungel erwartet dich! Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit! Aber sowas von. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohrenspitze flüsterte, die hat das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da kannst du ihn hören. Er will, dass du etwas Besonderes, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Maus berühmten super Spezialmenü. Dafür brauche ich drei Zutaten: eine Magobeere, Honig und eine Großwurzel. Es ist lieb. Sie für mich zu besorgen? Passend zu dieser Aufgabe bekommst du von mir einen Zutatenbeutel. Okay. Wenn die ganzen Zutaten nämlich einfach in deinen normalen Beutel verstauben würdest, könnte das ja rum und somit das gesamte Gericht verfälschen. Ah, genau geredet, die erste Zutat wartet schon darauf, von dir gefunden zu werden. Jupp. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Holen wir uns die erste Zutat. Das zeigt sich ja schon durch Glitzern hier. Diese Emantis müssen Wind davon bekommen, wie stark du bist. Magobären findest du in der Umgebung, die musst du nicht lange suchen. Allerdings solltest du vorsichtig sein, denn die Emantis haben es ebenfalls auf diese Bären abgesehen. Es werden wir nicht erfreut darüber sein, wenn du ihnen eine vor der Nase wegschnappst. Komm wieder zu mir, wenn du die richtige Zutat aufgetrieben hast. Mache ich schon. So. Der aus Baumstück sickert der Nektar verströmt und süßen Duft. Möchtest du dir im Bodenling der Magobeere einsammeln? Ja. Oh ja. Das ist schon nötig, die Magobeere einsammeln. Suche nach anderen Zutaten. Aber vor allem mal dieses Item hier, ein Supertrank. Oh, der Pokesucher aktiviert sich wieder. Schön, mach mal halt wieder ein Foto. Na los. Dreh dich mal um, Kleiner. Na? Na, hallo? Hier bin ich. Will wohl nicht. Vielleicht ist hier ein Pokémon in der Luft. Oder ist es schon vorbei? Geflogen. Na schön, dann. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, ne? So, dann posten wir das mal. Aber wieder so einige Punkte. Nein, nein, nein.
Nichts auf der SD-Karte speichern, bitte. Ich brauche Speicherplatz für was anderes. Oh, da ist sogar eine TM dahinter. Die muss ich auch kriegen. Bestimmt eine gute Pflanzenattacke. Ja. Schnapp ich sie mir und dann... Oder? Hier sind lauter Imantis. Wieso sollte ich sie austauschen? Ich dachte, ich werde dann angegriffen. Na schön. Dann hier, die Marco-Beere. Was ist, wenn das angeht, bist du sicher, dass... Wie heißt die, du wolltest? Wenn ein so ein Pokémon auch auf sie abgesehen hat, greift später vielleicht an. Ich bin mir sicher. Okay, auf zum nächsten Sonntag, lass sie los. Oh oh. Ja, da greift es mich auch schon an. Honig kannst du von Blüten der im Dschungel wachsenden Büsche sammeln. Aber wo es viele Bäume gibt, trifft man auch auf viele Pokémon. Wenn du die Zutat hast, zeig sie mir. Na schön. Ihr duftet es herrlich mit. Ist ohne von prächtigen Blüten sammeln? Noch nicht. Hey! Wen haben wir denn hier? Chiare! Man sagt, dass sich Pokémon von Blüten angezogen fühlen. Wenn man später nicht von Pokémon angegriffen werden möchte, sollte man Büsche mit vielen Blüten meiden. Die Zutaten sind zwar wichtig für die Prüfung, doch... Den im Schatten schon erlebenden Pokémon bedeuten sie ebenfalls sehr viel. Die Kampfknochen, etwa die ich Mao gebe, bekomme ich normalerweise als Dank dafür, dass ich den Knocker aushelfe, aber manchmal muss ich mich auch ihnen darum streiten. Interessant. So. Aber hier, das ist für auch wichtig. Ein Top-Beleber. Nice. Ich glaube, ich sollte mal den Schutz anwerfen, damit ich mich hier in aller Ruhe ein bisschen umgucken kann. Weil jetzt, wo ich schon ein, Superschutz im Besitz habe. Kann ich mich hier jetzt auch in aller Ruhe umgucken? Also kann ich mich jetzt umso besser umgucken. Und Strauchler. Ja, eine nützliche Attacke gegen schwere Pokémon. Da sind ja besonders viele Blüten. Da auch. Ja, sonst kann ich hier nichts sehen, ne? Da sind schon eher weniger. Da am allerwenigsten. Ich glaube, ich nehme mir mal diese Blume. Wenn ich angegriffen werde, dann macht das nichts, weil dann kann ich... Dann kann ich ja später gegen umso mehr Pokémon kämpfen und dann habe ich umso mehr EP. Ich hoffe, aber ich unterschätze das jetzt nicht. Nicht, dass dann die Pokémon so in der Überzahl sind, dass sie mich dann fertig machen. Ich bin mir sicher. Okay, auf zur nächsten Zutat. Nichts mehr los. Yep. Pokémon hat es auch auf sie abgesehen. Großwürze findet man bei den Wurzeln von Bäumen, die wie das Pokémon Mogelbaum aussehen. Aber so vorsichtig, denn manchmal handelt es sich dabei um ein echtes Mogelbaum. Wenn du da hast, zeig sie mir. Oh, das ist natürlich schlecht. Ein Mogelbaum? Da hat mein Feuer-Pokémon keine Chance. Da ist ein Fels für Machomai. Sollte ich vielleicht auch später mal vorbeischauen. Puh. Ich will natürlich nicht, dass ich hier ein echtes Mogelbaum treffe. Boah, es sind so viele hier. Und da ist auch noch Tracy. Oh, hallo. Bist du wegen Maus Prüfung hier? Ganz genau. Oh, das war da geraten. Mit der hat sie ja einen tollen Prüfungsteilnehmer dann gezogen. Ich bin hier, weil Maus mich gebeten hat, das Tafelwasser zu bringen. Nicht doch, hast...
Für einen Dschungelcrawler oder willst du dich zurückziehen? Dann musst du die Prüfung das nächste Mal wie von vorne beginnen, in Ordnung? Nö. Verstanden, dann noch viel Glück bei der Zutatensuche. Okay. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier schon der Ausgang wäre. Na schön, dann wähle ich mal dieses Mogelbaum-Imitat hier. Oder falls es überhaupt ein Imitat ist. Ja. Immer die Großwurzel. Ich hoffe, das war jetzt wirklich kein echtes Mogelbaum. Ich bin mir sicher. Gut gemacht, wir haben alles besser. Also lass uns zurück zum Eingangsbereich gehen. Ich hoffe, es war kein echtes Mogelbaum. Es war eins. Oh, verflixt. Oh, verflixt. Gegen einen Mogelbaum hat mein Pokémon nicht wirklich gute Karten. Danke. Gut, deine Prüfung hat jetzt mal all deine gesamten Zutaten. Das ist die Magobeere. Ich mein. Ja, da kommt schon das erste Pokémon. Aber das hat natürlich keine Chance gegen Mulunk. Los! Ich würde sagen, Funkenflug wäre fast schon verschwendet, aber Smog wäre vielleicht zu schwach. Ich probiere es trotzdem mit Smog. Das ist ja auch sehr effektiv. Ah, ich wusste, es reicht nicht aus. Aber das Gift wird es dann töten. Wenn es erstmal Angriff versucht. Ja. Und tschüss. So wie mal zu Imantis. Boah, Lasche ging schon auf Level 30. Ah, du hast ja nochmal rübergenommen auf die, die Imantis auch gesehen hatte. Okay, dann werfen die Magobaum in den Topf. Und das Safras und Tracy Kiss wäre auch noch dazu. Als ist es den Honig. Imant! Ja. Auf den hat auch dieses Imantis abgesehen. Hm. Und jetzt kommt dann Mogelbaum. Oh shit. Das heißt, ich muss dann mein Mulunk gegen jemand anders eintauschen. Oh, das ist schon etwas stärker. Tja, dann Funkenflug. Das ist sogar vierfach effektiv, das ist ein garantierter Kill. Hast du vorhin den Honig genommen, wenn der Mantis aufschlecken wollte? Mit den Kampfgeruchen von Kiawi rühren wir jetzt den Honig unter. Und zu guter Letzt noch die Großwurzel. Mogel! Ah. Da kommt es. Na denn? Zeit für einen Pokémon-Wechsel. Oh, das hat sogar auch Level 24. Nee. Dann muss ich erst recht mal das Pokémon dagegen einsetzen. Zum Beispiel Arbatos. Mein Starter. Arboret, was heißt es eigentlich? Ah, ist auch sehr effektiv wegen seines Flugtypen. Hm. Na warte, Rasierblatt! Mach es fertig! Uff. Wow, Holzhammer! Übertreib halt! Ist zwar nicht Stab, aber trotzdem extrem stark. Jetzt mal Schluss hier. Zum Glück war es nicht effektiv. So, Level 25 für Mulunk. Auch zur Ruhe darf aufsteigen. Sehr schön. Also, was Mogelbaum hatte, die Großwurzeln. Füßen liegen auch mehr wie ein echter Baum. Also sind kein Wunder, dass es wieder haben wollte. Okay, es ist verbracht. Jetzt wird nur noch eine Prise mit speziellen Gewürzes. So, mal super lecker, super Spezialmenü ist fertig. Ein eigentypischer Geruch breitet sich aus. Aus den tiefsten Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren.
Hinter dir. Oh, hallo. Amante! Ha. Okay, das Herrscher-Pokémon. Mantidia! Wer zum Super Saiyajin? Oh, die Initiative ist es also schnell. Na schön, aber Molunk ist im vierfachen Vorteil. Dann wird's Zeit für die Z-Kraft. Dann werden wir gleich voll aufdrehen. Dynamische Maxi-Flamme! Ha! Dann wird nur ein Viertel abgezogen. Okay. Dann mal los. Zeig's ihm. Burn es weg. Boom. Das dürfte es doch One-Hit KO'n. Nein? What the hell? Das ist doch nicht möglich. Es hat einfach überlebt. Wow, nicht schlecht. Das muss ich mit dir lassen. Aber das überlebst du jetzt nicht mehr. Och nö. Du kannst sogar noch Synthese? Ist doch nicht euer Ernst. Was macht es denn jetzt, die Verteidigung? Okay, solange es nur die Verteidigung ist. Ich habe einen Spezialangriff drauf. Alter Schwede. Komm schon, mach es jetzt fertig. Das ist noch ein Synthese einsetzt, weil das nervt voll. Ja, geht's jetzt mal weiter? Hallo? Spiel bleibt jetzt nicht hängen. Och nein! Lass doch die scheiß Synthese! Ich glaub's ja nicht. Muss das sein? Sonntag. Oh, danke schön. Dann machst du meine Feuerattacke auch stärker. Auch wenn es Solarstrahl kann. Das zieht auch nur ein Viertel ab bei meinem Molunk. So, jetzt mache ich es endlich mal fertig. Das wird langsam Zeit. Spiel bitte. Bleib jetzt nicht hängen. Boah, jetzt lass mal die Scheiß-Synthese. Oh, wie viel AP hat das überhaupt? 5 hoffentlich nur. Ob selbst wenn. Synthese ist sogar noch stärker mit Sonntag, wie es scheint. Was ist das jetzt? Och, ist klar. Das verdammte Teil hält es auch noch zusätzlich. Jetzt komm, mach es endlich fertig. Das nervt. Das kann einfach nicht aufhören. Mit dem Scheiß. Es will einfach weiterhin Synthese spammen. Und dieses Vieh unterstützt es auch noch. Komm, bitte, mach es fertig. Hör auf jetzt mit Synthese-Quatsch und greif endlich mal selber an. Zur Abwechslung. Hör auf, Zeit zu schinden, du blödes Drecksteil. Du gehst mir so auf den Keks. Ist einfach ekelhaft Zeit schindet. Meine AP gehen mir langsam aus. Okay, jetzt endlich kann ich nicht mehr Synthese einsetzen. Jetzt kann ich es endlich vernichten. Boah, wenn es jetzt nicht Florakor einsetzen würde, das kommt auch noch dazu. Das hält mindestens fast genauso viel wie Synthese. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh Mann. Oh, das Sonnenlicht hört auf. Das ist nicht euer Ernst. Ist mein Feuerattack nicht mehr so stark. Komm jetzt. Lass mich jetzt endlich dieses Vieh fertig machen. Weil mir reicht's jetzt. Hör doch auf mit den scheiß Heilungstechniken. Oh Mann. Es ist einfach nur zu viel. Es ist ja noch schlimmer als Miltank. Von Bianca mit ihren der ständigen
Milchgetränk, mit der ständigen Milchgetränksattacke. Okay, jetzt reicht's. Zuerst mache ich dich jetzt mal fertig. Mehr reicht's jetzt. Du hast mich lang genug abgenervt. Deinen ständigen Heilungstechniken. Oh, okay. Das ist nett. Danke. Damit habe ich es leichter, dich fertig zu machen. Oh, nur normal effektiv. Ich dachte, es wäre... es wäre ein Pflanzentyp. Anscheinend ist es nur ein Typ Fee. Oh shit, Solarstrahl. Wow. Alter, das macht echt extrem viel Schaden. Okay, der Floroschutz wird jetzt nichts mehr bringen. Jetzt wird es Zeit, dich endlich zu vernichten. Oh Mann. Endlich ist das Herrscher-Pokémon down. Boah, Mann. Wie es abgenervt hat. Alter Schwede! Ich kann's nicht fassen. Schade, da hast du noch nicht mein Level-Up dafür bekommen. Aber du hast ordentlich gekämpft. Super gemacht. Ich bin stolz auf dich, Molunk. Du bist ja unheimlich stark. Nicht nur, dass du ziemliches Talent hast. Nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Und glaube ich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrsch-Pokémon Didier besänftigt hast. Und dein Molunk hat ein tolles Team abgegeben. Also du und dein Molunk habt ein tolles Team gegeben, als ihr mit den hier im Dschungel lebenden Pokémon um die Zutaten gekämpft habt. Im Weller Vulkanpark hat er auch mal Knurkermögelos besiegt. Ach mein groß getrainiertes Nesto hatte keine Chance. Dann hast du jetzt alle drei Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür hast du eine super schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Yep. Der Pflanzenstein. Oder Pflanzenkristall. Oder wie nennt man das am besten? Pflanzen-Z-Kristall? Na? Botanium-Z. Okay. Die Pose, dass dein Pflanzen-Pokémon die Z-Kraft herausholen, geht so. Schau genau hin. Pflanze! Mhm. Und da du mit Prüfen bestanden hast, kannst du nur noch Pokémon hier aus dem Schattenschwange fangen. Zu einer Starthilfe will ich dir gleich Sinespel auf den Weg geben. Dankeschön. Na, sowas meinte dir, hat er gar nicht erst aufgegessen. Könnt ihr euch eine Portion gönnen, Carrie, Tracy? Also, Moment, ich bin ziemlich satt. Ich habe vorhin ein paar Birnen gegessen. Also, hast du das Essen als speziell für Pokémon zubereitet? Ich finde, es ist genau das Richtige für ein frisches und vieles Pokémon für meinte dir. Wirklich immer, ist ein großer Fan von diesen Gerichten, verspeist es immer mit Genuss. Ich dachte, ein Essen des Hash-Pokémon anlockt, müsste auch Menschen schmecken. Na gut, dann bringe ich den Rest ihm zu Myla. Bis zum nächsten. Achso, ich dachte, es wäre Kiawe, der nochmal spricht. Na gut, dann bringe ich den Rest ihm zu Myla. Bis zum nächsten Mal. Ja, gegen Myla müssen wir auch als nächstes antreten. Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Mao wieder Spezialmenü gekocht? Du hast doch Maos Prüfung bestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als die TM Schmalhorn. Die garantiert deinen Treffer. Schmalhorn? Was war das nochmal für eine Attacke? Für welchen Typ? Neue Erfahrungen, Entdeckungen und das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt eine Einrichtung, die du dir auf der Insellandschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede von Dimensionsforschungsinstitut. Ist es nicht weit weg? Oder... um es einen Attackennamen auszudrücken, es ist nur ein Funkensprung entfernt. Der immer mit seinen Pokémon-Attacken. Mein Glückwunsch, es bestand eine dritte Prüfung von Akala. Als nächstes war die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn ihr Team wisst, würde dir eines der Pflanz-Pokémon aus dem Schattenschwange bestimmt helfen. Schau bei Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn du deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach zu Route 6 folgen, um es zu finden, frag Tom, falls du Hilfe brauchst. Alles klar. Aber das wiederum machen wir dann
Oder vielleicht sollte ich erstmals. Wie steht's mit meinem Pokémon? Ist es überhaupt. Ach, ich will mein Pokémon sehen, ob es geheilt ist. Nein? Gut. Dann gehen wir schnurstracks zum Pokémon Center. Mein Bulunk hat nämlich wirklich sehr tapfer gekämpft. Hat auch wirklich einen nicht einfachen Gegner gehabt, wollte dann einen ziemlich nervtötenden. Ständig heilen. Er ist ja wieder fast schon schlimmer als Miltank. Ach, böse Erinnerungen werden wach. Ugh. Na gut, aber wie dem auch sei. Zumindest haben wir jetzt diese Prüfung auch bestanden. Und ab dem nächsten Part geht es dann weiter mit der nächsten Route. Ich werde aber erstmals offscreen noch mal ein anderes Pokémon, ein bestimmtes Pokémon fangen, um bestimmte Nebenquests zu erfüllen. Und vielleicht sollten wir hier noch gucken, ob es hier noch einen bestimmten Trainer gibt, der uns erst herausfordert, wenn wir alle Pokémon, wenn wir alle Trainer besiegt haben. Aber das erst ab, wie gesagt, ab dem nächsten Part. Und ja, Daumen hoch und Kommentar nicht vergessen. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit bei. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush for the Wicked-Innen. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Also Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know.